Business beruht, dass du Erfolg hast. 12. So, dann ist ja die Frage, was willst du lieber? Willst du lieber krassen Erfolg oder willst du lieber die perfekte Beziehung? Beziehungsweise willst du krass viel Geld oder willst du die perfekte Beziehung? So klar, weil dir 10 aus dem TikTok sagen, boah, nee, ich will die perfekte Beziehung, damit ich glücklich bin. Trotzdem, ja, die echte Liebe, ne? Ja, safe. Man kann echt nicht scrollen, ne? Das ist Krise. Ja, wie lange kennen wir uns schon? Ungefähr jetzt 8 Monate. Oder? Ja. Denk schon. Könnt ihr in dem Licht ein Bild machen for drawing? Ja gut, ist ja gerade schwierig, oder? Ich glaube, du meinst, dass wir einfach nur kurz posen sollen. Kommt der her. Reicht. Riecht Dulli. Wie spät ist es? 11:30. Halb elf? Boah, nee, ach, ich dachte falsch. Ich dachte, die Frage wäre, wie alt willst du sein, wenn du so die Person kennenlernst? Aber die Frage ist einfach nur, wie alt soll deine Freundin sein? Aber wir können sie trotzdem beantworten. Safe, also so wie, wann der so für sich, also wenn du es aussuchen könntest, so oft ist ja, hast du ja selber gesagt, plant man ja nicht so. Aber wenn du es planen könntest, wann würdest du sagen, so, boah, jetzt wäre ich so richtig ready. So, jetzt soll es passieren. Also, ich würde es nicht sagen, eigentlich will ich es mir nicht aussuchen. Ja, safe, aber war ich schon. Das ist richtig schwer, so, ey, so 10 Jahre reizt, weil du weißt, dass du es erlebst. Aber das Ding ist, wenn ich, die Definition von wahre Liebe ist ja für mich so, dass du damit absolut glücklich bist. Absolut ja. Glücklich bist. So, das ist ja eigentlich perfekt, wenn das passiert, so, also so schnell wie möglich eigentlich. Ja, also dann würde ich eigentlich sagen, sofort. So. Weil dann weg. So. Ah, okay. Safe. Eigentlich sofort dann. Stark. Okay. Willst du jemals nach Italien kommen? Bestimmt. Safe. Oh, welche Hobbys finden wir attraktiv? Also so, was so, wenn sie das macht, so mäßig, so sportmäßig, weißt du? Ich finde schon Frauen, die so Snowboard fahren, fahre ich schon. Echt? Also so bei mir auch so Surfen, aber es ist einfach, glaube ich, eben so dann der Sport, den man selber auch krass fühlt. Also ich will auch, wenn Frauen Fußball spielen, so manche davon finde ich auch, also so gerade so, in Deutschland ist das so, halt nicht so breiten Sport, aber in den USA gibt es schon viele Mädels, die Fußball spielen. Schweden ist auch krass bei sowas. Echt? Ja, in Schweden spielen auch viele Fußball, glaube ich. Ja, kann auch sein. Ja, war einfach. Ich glaube, man halt einfach die gleiche Leidenschaft hat. Ja, safe. Halt, ich würde sagen, so, ich finde es einfach attraktiv, wenn eine Frau auch einen sportlichen Lifestyle fährt. So. Ja, auf jeden. Also, so, wenn sie halt auch da aktiv ist. Keine Ahnung, kann halt auch nice sein, das dann so zu teilen, das zusammen zu machen. Geistesbilder antworten. Geistesbild. Was ist unsere Lieblingsserie? Boah, ich habe schon 10.000 Mal beantwortet, ich weiß es jedes Mal nicht, aber ich bin schon so Peaky Blinders, fühle ich krass. Fühle ich auch, aber meine ist wirklich mit Abstand Vikings. Boah, das habe ich auch gesagt, auch stark, aber ich fand Peaky Blinders länger stark. Vikings fand ich irgendwann nicht mehr so krass. Nein, ich liebe Vikings, sag ich, schwör's dir. Wenn ich mal aussuchen könnte, wann ich gelebt habe, safe wäre ich Wikinger geworden. Safe mit den Brees. Safe. Wir alle als Wikinger. Wäre ganz wilde Nummer. Das ist ja schon Hyperlost. Also bei mir wäre Hyperlost auf jeden Fall. Ja. Tommy oder John Shelby? Ich glaube Tommy. Schon. Safe. Schon. Hey, das ist ja auch cool, ein korrekter Bre. Ja, also so, aber Tommy ist halt mies am Game. Okay. Beruf. Welchen Beruf finden wir attraktiv? Alter, keine Ahnung. Habt ihr ein gutes Verhältnis zu euren Eltern? Voll gut. Also bei mir zumindest zur Zeit ist richtig, richtig gut. Bei mir ist auch recht soft. Also, wo ich nach Hamburg gezogen bin,
So, da war es für mich so neu, ich habe viel erlebt. Dann habe ich mich so ganz lange nicht an meine Eltern gemeldet. Das haben die gar nicht gefeiert. Nicht so gut. Ja, aber das war halt so, die wussten das auch, dass ich ein bisschen viel erlebt habe, aber eigentlich ein sehr gutes Verhältnis. Safe. Also, ich hatte auch nochmal ein deutlich besseres Verhältnis dann zu meinen Eltern, so, wo es dann klar war, dass ich ausziehe und so. Also jetzt bei mir auch. Was halt so Druck rausnimmt und man geht sich halt nicht auf die Eier und freut sich, wenn man sich sieht und so. Und dann ist es halt auch cool, aber dann hast du halt nicht mehr diesen Daily-Stress zusammen, sondern es ist nur noch so, so besonders, dass man sich sieht, sondern freut man sich irgendwie mehr, schätzt das mehr wert. Also, ne? So, wo ich zu Hause gelebt habe, so safe meine Eltern auch gemacht, aber wirklich, ich freue mich so nach Hause zu kommen. Momentan. Same, Alter. Ich will einfach nur zu Hause in meinem Zimmer chillen und meine Mom kauft ein oder mein Dad oder halt, keine Ahnung, oder dann gibt's Essen oder so, einfach nicht mehr. Meine Mom nimmt mir auch so die Wäsche ab oder so. Ja, das ist krass. Boah, es ist so geil, sich einfach so dann gehen zu lassen. Weil man halt auch so krass willkommen ist. Okay, jetzt müssen wir uns entscheiden, also so type-mäßig. So Softie oder so Baddie bei Mädels? Ich finde halt, find beides halt so. Ich find halt Softie ist halt so richtig süß. Und Baddie ist halt irgendwie so sexy, weißt du so? Aber es heißt nicht, dass so ein Softie es nicht sein kann. Aber, das Ding ist vielleicht eine Mischung. Ja, safe, so. So, wenn ich mit ihr alleine chille, oder nee, warte, ich mach das jetzt. Nee, wenn ich mit ihr alleine chille, dann Baddie, aber wenn wir so rausgehen, so Öffentlichkeit, dann so Softie, weißt du, so. Safe. So dann so cute und so. Oder wenn du so mit ihr, zum Beispiel, ich bin ja so ein Mensch, ich war noch nie am richtigen Ball, aber ich sag, ich mag Bälle so, ey. Also Ball. Nein, aber so, ich feier das ja so, wenn man mit so Dresscode irgendwo hingeht. Ja, jo. Und wenn du da mit ihr irgendwo losgehst, so, und... Ich sag, sie sieht so richtig scharf dann aus in ihrem Kleid und so. Ist auch nice. Richtig aber scharf. Eigentlich schon so, wie du es gesagt hast. Nee, ja, ich weiß, aber es hat halt so, also so ein perfekter Mix, so ist schon viel wert, so. Okay. So, wenn man unsere Aussagen rauskattet einzeln und die so hochlädt, Digga, so richtig töten, ne? Okay. Ein bisschen runter. Bruder, was? Wenn man mit deinem iPad live gehen würde, dann könnte man den Chat doch viel besser sehen, oder? Ja, größer halt, ne? Ja, das müssen wir uns merken. Ich will jetzt nicht nochmal off und on gehen. Nee, safe. Phil haben wir weggesperrt. Phil ja, ist da drüben. Darf nicht mehr raus. Also, Phil hat sein Zimmer nicht aufgeräumt und wird so lange eingesperrt, bis sein Zimmer aufgeräumt ist. Genau, und also falls ihr ab und zu so ein Klopfen hört, ist dann Phil. Also, nee, Phil ist heute Abend unterwegs. Ich glaube, der trifft sich mit irgendwelchen Freunden von ihm. Ja, das Essen oder so. Irgendwie unterwegs. Vielleicht kommt er später wieder. Also, falls er reinläuft, holen wir ihn rein, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Okay. Ich glaube, der kommt erst um 2 oder so. Ja, safe. Oh Mann. Fuck, ich hab voll die Stelle verkackt. Das ist echt. Okay. Wieso fühlen wir uns so? Warum denn so viel? Okay, das ist wirklich eine ganz entscheidende Frage. Also so, das Ding, ich will mich mal sowas gar nicht auflegen. So. Lass mich doch nicht sein, Dreh, Alter. Ich bin kein Mensch. Was so, das Ding ist, ich würde halt sagen, dass wir alle, boah, das klingt schon abgehoben, aber es ist ja nicht, das ist ja Selbstbewusstsein an einem gewissen Punkt. Ja, aber was will, dass wir alle was? Ne, dass wir alle relativ selbstbewusst sind. Ach so, ja, safe. So, safe. Das ist halt, das kann halt schon... ich check das ja auch, manche sind sehr selbstbewusst, dann denke ich auch manchmal, ey, die sind voll arrogant, dann denke ich mir, nee, eigentlich ist nie gar nicht arrogant, die sind eigentlich selbstbewusst. Ja, safe, vor allem, wenn man solche Menschen meistens mal kennenlernt, man zwei, drei Sätze mit denen wechselt, dann ist ganz vieles anders, aber... Bei mir ich weiß jetzt von mir so viele denken, das ist so abgehoben. Junge, es ist immer so, ich bin mir immer so also arrogant. Ja, so viele denken das immer und dann, ey, du bist ja gar nicht so richtig dumm, Alter. Ja, ich weiß auch nicht, was ich falsch mache. So. Gar nicht, das kommt aber, du kannst ja nicht verhindern, weißt du so. Also es werden immer solche Leute irgendwas sagen. So ist ja nicht mal, ich bin ja nicht mal böse so. Man soll es sagen. Wir wurden gezeichnet, wollen wir das sehen? Auf jeden, oder? Ja, safe. 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 Denkt ihr, der erste Eindruck ist wichtig? Unnormal.
Ja, safe. Also so, keine Ahnung, wenn man jetzt nicht so, die meisten Menschen sieht man ja auch nicht so häufig in seinem Leben. Also es ist ja nicht so wie früher in der Schule so, dass du 8 Jahre Zeit hattest, jemanden kennenzulernen auf dem Gymnasium, sondern so, du siehst die meistens 1-2 Mal oder so, negatives oder gar nichts. Also das ist schon krass wichtig, finde ich. Richtig. Ich gehe ja auch nur auf eine Person zu oder komme mit ihr in ein Gespräch, wenn es irgendeinen Punkt gibt, an dem einfach der Eindruck mich überzeugt hat. Quasi, was so. Ja, safe. Glauben wir an übermächtige Wesen? Das haben wir eigentlich schon beantwortet, also nicht. Keine Ahnung. Was ist das Paranormalste, was dir je passiert ist? Also so unnatürlich mäßig, also so. Boah, Alter. Also was ich dazu sagen kann, ist so, ich weiß nicht, aber ich finde dieses Geisteskranke sind diese Art von Träumen, in denen du so ein bisschen mitbestimmst und die sich dann deswegen, weil du in diesem Traum mitbestimmst, weil du in diesem komischen Zustand bist, denkst, das ist real und dann aufzuwachen. Ich finde das so abgefuckt, wirklich. Ich habe irgendwie heute Nacht sowas gehabt und ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, aber ich weiß so voll, dass ich war da so voll schon wach quasi. Also ja, ich war so, mein Kopf war an und mein Körper war aus so und dann habe ich neben halt irgendwelche Sachen gemacht. Man war dann so voll schlecht drauf, weil irgendwelche Sachen nicht funktioniert haben, bin aufgewacht, ich war übel pisst und dann hab erstmal so 5 Minuten gebraucht, um zu realisieren, dass ich das gerade geträumt habe. Ja, das ist so krank. Aber was ich gerade noch sagen wollte, ist, Alter, ich will das komplett anders sagen. Ich weiß nicht, ich habe halt mal was manifestiert und es ist einfach so, ich habe was manifestiert und es ist so nicht mal 24 Stunden später wahr geworden, oder wie? Naja, das Ding ist, es war so was, das war ein Prozess, den ich so manifestiert habe, dass irgendwas erreichen will. Und da mussten aber erst verschiedene Sachen passieren, damit es passiert. Das ist nicht mal alles in 24 Stunden später passiert und auf einmal war das so. Es ist passiert und es war schon so. Und ich, hey Digga, das ging jetzt voll schnell. Das war so das Krasseste für mich. Keine Ahnung, ob das Glück war oder keine Ahnung, was halt passiert. Das hält mal gar keinen Sinn. Ja, nee, schon irgendwo. Alter, einfach ein bisschen skippen. Ich weiß ultra, dass mein Dad auf TikTok ist. Alter, das habe ich nur gepickt, weil ich so halbwegs gut beantworten kann. Aber so diese Frage, sowas, so, wenn du so mit einem Mädchen auf dem Date bist oder so. Und über was redet oder sie irgendwas macht, so dass du dann so errötest mäßig, also weißt du, so blushen, ich weiß nicht, wie das genau übersetzt, also dass sie so ein bisschen unangenehm ist, aber auf so eine nice Art und Weise. Mm. Mir ist das so viel, Alter. Boah, ich gibt auch viele Sachen, aber ich glaube, vieles würde ich halt auch nie so, das spiele ich dann so runter, aber es gibt schon. Ja, safe, aber so allein so, wenn Menschen so offen Komplimente machen. Ja. Junge, ich weiß gar nicht, wie ich reagieren soll. So, jemand sagt dir so, keine Ahnung, das war nice oder so, das kannst du ja voll gut. Oder so, boah, deine Klamotten sind nicht immer so da, so. Ja. Ist man nicht so. Eigentlich muss man ja so was richtig Nettes so natürlich zurücksagen, so, oh, voll nice bei dir, das und das so, oder so. Und ich bin einfach so überfordert in der Sekunde, dass ich nur so, ja, die Jacke ist neu, sage oder so, weißt du, was ich meine? Ja, das richtig krasse Ding ist so, es gibt voll wenig Menschen und ich war auch so lange, oder vielleicht bin ich manchmal auch noch so einer, die so offen Komplimente geben oder so Props geben. Also, das Ding ist, dass am Ende des Tages, man will oft gar nicht einsehen, dass Person das besser kann und dass sie das gut gemacht hat, weil man das selber nicht gemacht hat, weil man selber nicht besser kann. Aber es ist doch viel nicer, anstatt sie runterzumachen, deswegen zu sagen, also fresh, dass du das kannst. Safe. Da fühle ich mich viel wohl am Ende des Tages und das muss sich auch so lernen, da lerne ich gerade noch, weil ich habe das auch richtig lange nicht gemacht. Ja, so andere Leuten halt so offen so für alles auch zu gratulieren und so. Und das ist halt sowas, wenn das Mädchen so machen und so sagen, ey, stark, wie du das kannst, also dann irgendwie schon so, danke. So. Ja, safe. Nochmal, okay. Ja, aber Fragen sind nice, Alter. Riecht soft. Ich habe das Gefühl, in der Nacht werden die Fragen auch immer besser, weil die Leute dann mehr nachdenken. Wir wohnen nicht alle zusammen, aber demnächst. Also momentan sind Phil, Kuri und ich hier zusammen. Wir studieren. Was habt ihr zu der Frage mit Girls gesagt? Ey, wir hatten echt sehr viele Fragen mit Girls. Also ich weiß nicht, um welches es geht. Um ehrlich zu sein. Was ich immer... So viele Fragen kommen halt immer so, wie Mädchen sein müssen. Das weiß ja, ich gar nicht, ich wenn das nicht. Leuchtet. Aber so konkrete Fragen ja, sind das, schon wieder nice. Ja, aber so... Am Ende des Tages seid einfach so, wie ihr selber seid. Weil du bist...
du selber und nicht wer anders. Verstell dich nicht für irgendwen. Weil dann bist du auch nicht glücklich mit dir selber und das ist so scheiße. Also verstell dich nicht für irgendjemand anders. Das ist, wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Ich glaube, manchmal ist es einfach besser, Schmerzen zu haben und dann am Ende glücklich rauszugehen, anstatt halb glücklich zu sein. Hatten wir beide mal eine Freundin. Ja, bei mir ist so, ist halt so ein paar Mal ernster gedatet, aber so wirklich zum Nachhinein wird man es schon so bezeichnen, weil es halt über einen längeren Zeitraum ging, aber es war nie so definiert. Oder je nachdem zu früh definiert, wie man es auch immer sagen will, so. Und so, also das eine Mal würde ich so halb zählen, aber ist auch nicht so hundertprozentig, aber es war, ja. Also definitiv nicht so im klassischen Sinne über einen langen Zeitraum und definiert ist aber nicht der Fall. Also, ich würde schon sagen, ich hatte zwei Beziehungen, ja. Aber ich war halt auch noch relativ jung und deswegen. Hätte ich jetzt eine Beziehung, würde ich einiges anders. Wird die Beziehung anders angehen als damals, war einfach. Keine Ahnung. Ja, fühl mich. Man war einfach noch unreif. So. Ja, also voll unerfahren, also dumme Sachen. Aber es war halt trotzdem eine Beziehung, safe. Ja. Bei mir. Aber es war einfach. Ja, ein bisschen blöd. Ich war auch einfach noch dumm damals. Same. Also ich bin immer noch dumm, aber. Ja, aber nicht mehr so dumm, weißt du? Eher auf dem Land wohnen oder in der Stadt? Also so ganz später, ich glaube so für jetzt ist so nice, so City Life und irgendwie so, dass viel los ist, aber später will ich schon wieder, dass es ruhiger wird. Ja. Also so Außenbezirke einer Stadt Minimum so. Aber definitiv nicht so wie jetzt, das ist einfach zu anstrengend auf Dauer, glaube ich. Also bei mir ist es so, also ich bin ja auf einem Dorf gewachsen, ich glaube halt 400 Einwohner oder so und ich feiere dieses Dorfleben schon sehr, muss ich sagen, so dieses einfach mein Zimmer, wenn mein Fenster auf ist, so da ist, ich höre kein Auto oder so, ich wache auf, richtig entspannt. Safe. Das ist schon sehr, sehr entspannt auch für die Seele, aber dieses Stadtleben feiere ich halt auch sehr. Ja, also so gerade wenn man sagt, ist halt eigentlich so, ist halt geil, ne? Aber ab irgendeinem Zeitpunkt, glaube ich, hat man das auch durch, dann so. Oh, warum werden die nicht gefiltert oder nach 9 oder so, ist voll komisch. Okay. Das gibt's übrigens auf Spotify, ne? Ja? Ja! Hä, hey, wie wild! Warte. Der hier. Kommt das hier? Aus der Insel, ne? Mach mal an. Was voll fresh. Warte. Perfekt. Was wir für einen Dehnungsstreifen mehr Frauen halten, sag ich so wie es ist. Das juckt mich so gar nicht. Butter bei die Fische. Das zeigt mir nicht, dass es echt ist. Das ist, juckt mich wirklich gar nicht. Also dann weißt du wenigstens, dass es echt ist. Ich feier das auch irgendwie so offen, damit umgeht und sagst so, ja, ich hab Dehnungsstreifen so, ey. Bruder, fresh. Glaub ich auch. Ich hab so auch. Nee, irgendwie ist das nicht. Also ich auch. Hab jetzt keine Dehnungsstreifen. Ja, same, aber. Ach, jetzt zum Beispiel Narben so. Ja. Das heißt. Bruder, wenn der Body Remix, also wenn der Part von Dings drin ist und das, dann ist der krasse Remix. Stimmt. Nee, ist nicht. Hola mis esposas. Oh. Was muntert euch auf? Boah. So, am Morgen, so wenn mir jemand Kaffee bringt, ist schon big. Naja, so wie es schon fast jeden Morgen ist. Safe. Naja, ey, wir haben einfach so ein gutes Kaffee, das ist richtig gut. Safe, ist echt gut. Was wundert mich auf? Oh, so, aber so kleine Sachen, so auch mal so eine Nachricht oder sowas, so von jemandem, mit dem man lange keinen Kontakt hatte, so voll süß, so, finde ich auch richtig wild. Ja. Das ist sweet meistens. Ansonsten? Und ein bisschen lauter gleich. Ich glaube, es kommt gleich. Ja, genau. Ja, das war. Ich weiß gar nicht, was. So kleine Sache. Boah, ich hab.
Ich war so froh, als ich da gestern gewonnen. Ich bin so ausgerastet. So viele Leute haben dieses Video, was eine Story war, haben so mich gefragt, Bruder, ist bei dir alles gut? so ausgerastet. Ja, es war auch wild. Also es war kein wildes Spiel, aber war halt spannend. So. Bruder, das Elfmeterschießen war anders wild. Ja, das Elfmeterschießen das war krass. Ich wollte gerade versuchen, das zu lesen. Mein Kumpel. Boah, Alter. Oh, du hast es geschafft? Ich habe eben was gesehen. Ja, es ist so weit weg, Alter. Mhm. Das kannst du vergessen. Du musst mal random irgendwo hinscrollen. Ein bisschen Glück haben. Summer or Winter? Summer. Am Ende also schon Summer. Aber ich finde Frühling am wildesten. So. Ich glaube, nächstes Mal Sommer halt auch, weil so viele Pollen sind. Ja, deswegen. Also ich fühle es auch krass. Mein letzter deutscher Song ist Nemo und Luciano. Bad Eyes. Ich guck mal kurz bei mir. Kennst du den eigentlich? Ja. Bei mir ist Dänemark von Yin Kalla. Ich weiß gar nicht, ob der so neu ist. Kauf dies, kauf das, kauf das. Aber so. Sommergewitter ist halt wild, ne? Ja, stimmt. Stimmt. Kauf dies, kauf das, kauf jenes. Und du gehst mit deiner Mama zum Mediamarkt. Ja, okay. Ich muss mir jetzt auch nicht so viel. Wenn du ein Kind hättest, wie würdest du es nennen? Boah, je nachdem, ob es Junge oder Mädchen ist. Also ich finde so. Bei Jungs so Namen so. Ich finde James wäre schon ein wilder Name. Ist du James geil? Ja? James anders geil. Ja, das hat schon was. James. Klingt so königlich. Ja, James klingt einfach so, als wäre so ein richtig wilder Dude, weißt du? Ich glaube, James finde ich richtig sick. Noch irgendwas? Ne, ich glaube, James ist schon der Top-Tier bei Jungs und bei Mädels wäre es so. May oder so. May oder June oder so. Echt gute Namen mal gehabt, der Zeit, aber ich hab die schwer vergessen. Oh, ich weiß gar nicht, Digga. Ich bin zu jung für, kann ich beantworten. Boah, wie jetzt war gerade in dem Chat. So, erstes Mal. Bei mir? Ja, wie war's? Ich würde gerne die Story erzählen, aber ich kann nicht erzählen, weil ich weiß nicht, ob das Leute wissen. Also okay, also aber so dass man es generell hält, also das ist auch falsch. Ich kann es nicht generell erzählen, das geht nicht. Achso, gar nicht. Okay, also eigentlich könnte ich schon. Nee, scheiße. Also, es war auch. Ich sag tatsächlich, es war tatsächlich okay. Ja. Es war einfach nur nicht. Das Ding ist, wir wurden halt unterbrochen, so viel sage ich hier einfach. Und das war halt belastend so. Nein, auf jeden Fall hatte ich schon ein angetrunkenen Monster Blueberry, Digga, weiß ich noch. Und ich habe den einfach an mein Bett, so, das war so diese typische Klassenfahrt, Kasten gestellt. Ja, safe. Und dann war so die Ecke. Ja. Und dann war die Matratze, die ist leicht rund. Zwischen diese Ecke und der Matratze war so gleichzeitig dazwischen geschoben. So Kissen drüber geschoben, keiner sieht, war schon offen. War noch so drei Viertel drin, das habe ich wirklich mir auf, weil für die letzte Zeit. Bruder, ich bin mit ihm auf mein Zimmer, er hat übelst geflennt. Ich so, Bruder, ich hab noch Energy. Das ist aber kein Grund zu weinen, ich hab noch Energy. Ich hab ihm dann Energy gegeben, er war so happy, scheißegal. Ist dann so runtergelaufen mit dem Energy, stellt sich so richtig hinter die vor, sie trinkt so den Energy. Boah, ich bin so ein Ficker, ich hab den Energy. So. Der war unnormal gebumst. Junge, darf man eigentlich so Kraftausdrücke sagen? Ich weiß es nicht. Ob es ist offiziell ein Stream, in dem man das macht. Okay. Lass mal jetzt was anderes. Aber ja, ich habe noch nie Fragen, wer nochmal nice. Ja, wir waren ja hier gerade. Nicht so, wenn man bereit ist, ist eigentlich auch egal, worauf man es bezieht. So, wenn man bereit ist, irgendwie so unabhängig davon, wie viel es kostet, halt da rein zu investieren. So, weil es halt, also so, das ist, Leidenschaft ist eigentlich das, wo so Logik aufhört. Weißt du so, du hast so Sachen, die du so machst, weil du drüber nachdenkst und weil du, keine Ahnung, du bekommst was dafür, dass du es machst oder so. Leidenschaft ist ab der Sekunde, wo es nicht mehr logisch erklärbar ist, so, keine Ahnung, wenn du jetzt einen Fußballverein supportest oder so,
nehmen Leute so Reisen in ein Land, geben hunderte von Euro aus, um sich ein Spiel anzugucken. Das ist ja nicht logisch so. Das macht ja keinen Sinn. Aber es ist halt Leidenschaft so. Ja, Mann. So also, fühle ich das. Es gibt vier Sachen für Leidenschaft, wie du schon gesagt hast. So, wenn du jetzt leidenschaftlicher Sportler bist und dann sagst du so, ich gehe dreimal die Woche trainieren, Bruder, dann sage ich, okay, du bist Sportler, du bist kein leidenschaftlicher Sportler. Nee, nee. Wenn du siebenmal oder sechsmal die Woche gehst, du passt deine Ernährung an, du trinkst keinen Alkohol, so, dann bist du für mich leidenschaftlicher Sportler, wenn das dein Leben ist. Wenn etwas mein Leben ist, dann ist es eine Leidenschaft. Aber wenn ich sage, ich gehe drei, viermal die Woche, dann ist es für mich Leidenschaft, so, dann ziehe ich das durch, aber dann ist es so, ich fokussiere mich nicht mehr, ich richte ja, mein Leben nicht danach aus. So stark. Wen würdest du am ehesten entlarven? Inwiefern entlarven? So hier von den Boys oder wie? Ich denke mal, ja. Boah, eigentlich, also ich muss ehrlich sagen, Phil. Weil Phil so ein Dude ist, der mich auch schon zwei, drei Mal entlarvt hat, weil er irgendwie besoffen irgendwas in seinen Stories gepostet hat oder so. Und deswegen wäre es der Einzige, der es so ein bisschen verdient hätte, so mal so ein Payback zu bekommen. Also ich würde es auch nicht machen, aber es wäre so am ehesten, weißt du? Weil der hat schon so zwei, drei Sachen echt unnötig gepostet, sagen wir mal so. Ja, Mann. Und da ist er ja wirklich völlig verloren, was der postet, wenn er ein bisschen was getrunken hat. Dementsprechend. Ja, also bei mir wäre es, ich keine Ahnung. Ich glaube, bevor ich einen von euch entlarven müsste, würde ich mir selber irgendwie was selber ja, aber geht angeben, wenn ich einen anderen entlarven müsste. Ich weiß es halt gar nicht. Das Ding ist, entlarven hört sich immer so schlimm an. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, angenommen, du hättest eine Freundin, ich würde sagen, Nils hätte eine Freundin, so. Du würdest ganz gut aufpassen, dass es nicht so aussieht. Also, okay, das sieht jetzt echt so aus, als ob du eine Freundin hast. Nein, also. Ja, aber ich weiß, was du meinst, so einfach so vom Prinzip. Keine Ahnung. So, es ist ja, muss ja nicht immer so was ultra Schlimmes sein, es können ja auch so normale Sachen sein. Das Ding ist, ich glaube, ich würde auch so einen Hund beide Phil nehmen, aber nicht, weil ich Phil nicht liebe, Digga. Aber Phil, du musst wissen, Phil nicht, wir nehmen uns grundsätzlich, also nehmen wir uns irgendwie alle gegenseitig immer, bei Phil mir ist es noch ein bisschen doller. Ja, sehr. Und er macht mich immer mit was, also er macht mich halt immer wach oder so, dann nervt mich dann ab und zu mal so. Also ich nerv ihn auch, aber. Und dann würde ich so irgendeine Sache, nicht mal so eine schlimme Sache, aber was etwas im ersten Moment unangenehm ist, was aber eigentlich normal ist. Das triggert so, safe. Das würde ich dann so bei ihm entlarven, weil er mich immer so wach macht oder so, oder so eine Scheiße baut. Oder so auch meine Socken immer nimmt einfach, der Hund. Der Hund? Haben wir irgendwelche Kicks? Kicks? Also so Ticks. Ach, Ticks? Gar so. Nicht. Also so irgendwas, was man so Übersprungshandlungen immer machen würde? Ich wüsste jetzt nicht. Also mir ist so, wenn ich manchmal konzentriert oder nachdenke, da beiße ich mir auf meine Lippe so innen so rein, so die ganze Zeit. Das habe ich und ja, das war's eigentlich. Ich wüsste auch nicht. Ist Niklas dein Crush auf Social Media aktiv? Wie? Keine Ahnung, ob die viel macht, ob die so selber auf Social Media macht oder so. Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht. Wie stellst du dir das perfekte erste Date vor? Bruder, ich geh mal kurz weg. Jetzt kommt gleich wieder. Boah, es ist so warm hier drin. Ich schwöre. War da wieder. Damn. Ich auch immer krass davon ab, wem das so ist, ne? Aber alles in allem auf jeden Fall irgendwie so ein neutraler Ort, so, also weder bei mir zu Hause noch bei ihr zu Hause, sodass es halt so unbelastet ist. Aber ich bin jetzt auch nicht so ein Typ, der sagen würde, so Kino ist so ein Muss oder so. Also so irgendwas, ich finde das so ein bisschen unpersönlich, wenn man irgendwie nicht so eine Person kennenlernt. Also schon irgendwas, wo man Austausch da ist, also keine Ahnung, manchmal kennt man ja so, wenn man lange an einem Ort lebt, so echt schöne Ecken, so abgelegene Sachen, so Sachen zum Spazieren, ein ultraschönes Café, eine ultraschöne Bar, so sowas finde ich auf jeden Fall super nice und das Gefühl hat, dass es so ein bisschen was Besonderes ist und vor allem, wenn man merkt, dass so die Person sich Mühe gegeben hat, also zum Beispiel als ich, warte, ich war ganz kurz, bis Kuri da ist, aber das ist halt sweet, so eigentlich 10.
Puri, du musst mal herkommen, ich hab Storytime. Was? Du musst mal herkommen, ich hab ne Storytime. War es echt sweet so. Was ich gedatet habe, da hatte ich ein Ultra, das ist mir gerade erst wieder eingefallen, unser erstes Date war ultra nice. Weil das Ding ist so, die hat nicht so direkt bei mir gewohnt. Und dann musste ich so mit dem Auto meiner Eltern die abholen. So, kann ich die? Nee, ne? Weiß ich nicht. Okay. Und musste die mit dem Auto meiner Eltern abholen, also musste erstmal hinfahren, es hat irgendwie gedauert, so eine halbe Stunde oder so. Also war jetzt nicht so direkt bei mir zu Hause. Und dann sind wir, ich glaube, da gab es noch gar keine Corona, keine Rolle gespielt oder so. Ich weiß nicht, ob es vor oder während war oder so. Aber Anfang auf jeden Fall sind wir dann, zu der Zeit haben so in Thüringen so Autokinos aufgemacht. Und ich bin halt mit der ins Autokino gefahren. Sie hat das sogar vorgeschlagen und sich so um alles gekümmert und wusste, wo das ist. Und das war halt irgendwo in der Nähe von Erfurt und das war dann auch nochmal weit weg so. Sind halt da zusammen hingefahren. Auf dem Weg haben wir so, auf so einem, an so einem See halt gemacht. Gemeinsame Autofahrt, das ist richtig geil. Gemeinsame Autofahrt, dann haben wir in so einem See gechillt. Für so eine halbe Stunde oder Stunde, weil wir noch Zeit hatten, haben wir so Snacks gekauft an der Tankstelle da. Und sind von da aus ins Autokino gefahren. Boah, ich hätte so das wieder sowas zu machen. Junge, das war wirklich so perfekt. Ich meine, zuerst habe ich sie zu Hause abgesetzt. Und ich bin weggefahren. Und dann war es so, keine Ahnung, also ich bin, dann bin ich weggefahren, so wirklich, bin 10 Minuten, nachdem ich losgefahren bin, bin ich so zur Seite gefahren und hab sie so wieder angerufen und mal hab so gefragt, ob wir uns wieder treffen, weil ich nicht mehr gefragt hatte, Alter, weil es so schön war. So, erst Date war perfekt, Alter, das war so krass. Das war so das beste erste Date, was ich je hatte. Und habt ihr dich wieder gesehen? Ja, safe. Stark. Ging ja auch irgendwann zu Ende, also irgendwann war dann kein Wiedersehen mehr. Ja. Also irgendwann hat man sich nicht mehr wieder gesehen. Aber. Boah, das hat sich mega schön, Mann. Das war so ich nice. Ich hatte auch gerne mal so ein Date. Ich hatte noch nie so ein perfektes erstes Date, aber ich habe einfach so. Ich glaube, das perfekte erste Date ist, wenn du dich mit der Person triffst. Und weil du sie so interessant findest, vergisst du einfach in dem Moment alles um dich drum rum. Safe. Und hast dann die Augen so für sie. Oder hast einfach deine Ruhe. Ich mag es halt gar nicht, wenn das so. So klar kann man auch zusammen in die Stadt gehen, aber es ist so viel so, ja, so, wenn du alleine bist, kommst du viel ja, mehr zu auch Deep Talk gesagt, so. Also so, einfach so, dass es ruhig ist, dass man sich halt auch wirklich kennenlernen kann, halt auf so einer tieferen Ebene. Und es nicht nur so Smalltalk ist und man geht ein Eis essen oder ins Kino so, weil da lernst du halt nichts über die Person. Autokino ist halt schon fresh. Autokino ist halt aber dadurch, dass du so dahin fährst und so, ja, Mann. Du hast halt viel Zeit so wirklich zu zweit. Also würdest du dich im Autokino treffen, wäre es low. So, das ist safe. Aber wenn du dieses Hinfahren, Zurückfahren, vorher was machen, eventuell nachher was machen, das da integrierst, dann ist es halt so geil, weil du hast so ein gewisses Ding, wo es Entertainment ist. So, und beide kurz entspannen können auch wieder, weil so ein Date kann ja auch stressig sein, und lange Zeit ist ja auch anstrengend. So. Und erzählt ja viel, ist ja super irgendwie involviert so. Aber das war ultra, ultra nice, muss ich ehrlich sagen. Perfektes Date ist, wenn nicht willst, dass das Date aufhört. Ja, normal. Alter, wenn du dir denkst, so fuck, schon so spät und so. Ja. Nee, das war. Das dementsprechend, das wäre so das, wo ich sagen würde, so, ey, das war ultra, ultra nice. Das kommt, also das zu toppen wird auch schwierig, muss ich ehrlich sagen, so. Da macht den Damen doch nicht so Druck da draußen. I'm sorry. Das zu toppen ist gar kein Problem. Also so. Boah, dein Handy ist geladen. Ja, muss auch machen. Erstmal hinschmeißen. Ja, schön. Okay, wir würden noch ein, zwei Fragen beantworten, dann würden wir auch aufgehen, glaube ich, schon relativ spät. Genau, es ist schon fast 20 Uhr Mitternacht. Ja, langsam. Alright, dann würden wir das, denke ich, jetzt kurz beenden. So, we're ending the stream right now. Thanks for tuning in. I'm kind of tired, so, hope you have